So, guten Abend, hallo, mein Name ist Justus König, euer Captain America, bekannt als Indiana Jones Damendorf und den YouTube-Kanal Indiana Jones auf Suche nach neuen Abenteuern. Heute bin ich unterwegs mit Benz CLK von Würzburg in Universität Krankenhaus, da Zim und Zom da von dem Packhaus nach Mainfrankenberg zum Cineworld, da gucken wir an Terminator. Ich habe alle Aufnahmen schon gemacht. Deswegen könnt ihr jetzt sehen, die Aufnahmen. Wir gucken dann Terminator an, die Barbara Schwarz ist auch dabei, die Fahrt. Wir können sehen, wir im Parkhaus dann, aber Bilderparkhaus, und dass ich unten geparkt habe und unten bis dunkel ist rausfahre und dann Richtung Mainfrankenberg fahre. Vorher muss ich noch neben meinem Kumpel was abgeben, ein Spiel, das ich ausgeliehen habe. Das ist ein gutes Spiel. Und ja, und das könnt ihr auch sehen, dass die Barbara Schwarz auch dabei ist. Hier ist sie. Hi. Zusammen. So, und habt ihr auch gesehen, was dabei ist. Und dann erstmal grüße ich alle meine Freunde, Fans, Kollegen, alle, die ich mich kennen. Dann grüße ich besondere Leute, die zwei aus Berlin, meine zwei Fans da, die Instagram und Facebook mir schreiben, die Sabine und die Andy. Dann grüße ich noch Familie Schwarzmann. Ja, ganz viel Schwarzmann, weil, also von Familie Schwarzmann aus Würzburg, Frauenland oder ganz Würzburg oder Schweinfurt, weil ich in Alexander Schwarzmann, Nico Schwarzmann und die Sarah Schwarzmann sehr gut kenne. Wir sind sehr gut befreundet und das sind meine YouTuber-Fans, die immer YouTube-Videos angucken. Und Sarah und Nico mag ich auch sehr gern. Sind cool, ja, und die grüße ich deswegen auch. Und die grüße ich auch. Ich grüße auch. Besonders dich, Sarah, du bist super. Ja, und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Einschalten und morgen bin ich auf diesem Jahrmarkt in Ochsenfurt, das ist so ein Markt, das sind viermal im Jahrmarkt, so Herbst, Winter, Sommer und sowas halt. Und das ist wahrscheinlich der Herbstzeit der Markt, da können wir immer hin zum Ochsenfurt. Ist auch sehr schön. Sehr schön, kann auch gut essen, günstig und sowas. Und wer mich sehen möchte, treffen möchte, kann sich morgen wieder treffen. Und danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Dann wünsche ich euch allen noch eine gute Nacht, schlaf gut, einen schönen Abend, einen schönen Sonntag, wenn morgen Sonntag ist, heute Samstag. Und das ist der Nachtjob, den ich jetzt gefilmt habe, oder Abend, bis die Nacht. Viel Spaß beim Zuschauen, viel Spaß beim Filmen und danke fürs immer fürs Einschalten und Zuschauen. Und Sarah, vielleicht sehen wir uns dann einmal. Würde mich auf die freuen. Und Action, Film ab! Da geht's immer weiter. Ach ja, da hinten ist der Parkplatz. Stopp. Das Parkhaus ist voll. Wir nochmal. Komm. Ja, super. Und da ist die Barbara Schwarz. Da ist die Barbara Schwarz. Alles ist okay, alles ist okay. Alles ist okay. Das Auto steht. Und immer wieder steht's. Das fährt mich davon.
Keine Ahnung. So, warte, ist beim Fett immer gut. Und da muss man aufpassen mit. Und was? Parkhaus. Und Sesam, öffne dich. So, frisst Gott, Gott, am Ticketautomat. Und dann ins Kino, Terminator. Was? So, jetzt geht's runter. Nachts ist schön zu fahren. Nachts ist nicht gut zu fahren ohne Licht. Oder mit früher, mit die früher waren Autos noch mit solchen vor die Glühlampe ganz noch diese Kerzenlampen, wie heißt. In Würzburg gibt es einen Oldtimer. Da sieht man eben Oldtimer treffen. Das ist der älteste Auto von. Der hat dann das erste Auto mit elektrischen Licht. Der hat noch sogar noch die Zug. Früher hat er diese Lichter, wo er war, also diese Laternenlichter für Autos, war früher noch Lauf. Das Auto ist vom Baujahr 1912 und da gab es das erste elektrische Licht und vorher war es auch mit Laternenlampen sowas. Wie Nachtlicht, da kennst du was. Naja, damals ist das Auto auch sehr schnell gefahren. Vielleicht so 30 km/h vielleicht so schnell gefahren. Das Auto hier in Würzburg ist das älteste Auto, der hat gesagt, der fährt 60. Seiner. Und hier spricht euer Justus König, euer Captain America, euer Indiana Jones, der Abenteurer von dem YouTube-Kanal Indiana Jones, das sucht nach meinem Abenteuernamen, denke ich mal. Und die Schatz war was auch dabei.
Arsch. So, da vorne ist erst die 50 aufgehoben. Jetzt kommt schon Gas alle, okay. Wir haben genug Power. Dann ist erstmal 80 erlaubt. Dann kommen die 50. Temperatur bedeutet 13 Grad. Ups. Wir suchen schnell den Jan Schumann nochmal. Muss was abgeben noch. Dass er ein Spiel beim Ausbringen hat.
PS, für diese Xbox One. Das war das Spiel Redman, Deadman, da zwei, da ist ein Western. Weil da zeige ich mir, wie cool es ist. Das neue Spiel davon, hat er schon durchgespielt, wollte mir zeigen. Dürfte man kurz, auch kurz mal ausleihen. Fand ich echt cooles Spiel. Kaufe ich mir auch noch. Muss man jetzt abgehen wieder, bevor wir ins Kino gehen und schon da sind. Nachts sieht immer alles so gruselig aus. Man muss sich vorstellen, einfach, das war Tag. Aber ich kann mich gut nachts im Wald verlaufen, im Kreis laufen. Ich bin ja gleich raus. Ist mir schon passiert mit jemandem. Sind wir im Kreis gelaufen. Naja, nachts würde ich auch gerne mal rumlaufen, wandern oder Zeug anzuchen. Aber alleine ist halt dann scheiße, auch zu gefährlich. Zu zweit ist mal besser, wenn jemand kommt oder sowas. Es wird eher dunkel und Abenddeckung. Aber jetzt ist ja mal Winterzeit wieder. Wollen die eigentlich die Winterzeit abschaffen, aber naja, jetzt haben wir es halt. Haben sie immer noch nicht gemacht. Letztes Jahr wollten sie. Und heute kam eine Nachricht von Facebook: Greta Thunberger will Facebook verlassen, wenn die nicht aufhören zu kritisieren oder sowas. Ja, wurscht. Ich glaube, Greta, wenn den Thanos das Handschuh hätte von Thanos, hätte sie sich dann gewünscht, alle Autos oder alles, was ein Antrieb hat, verbannt, weggeschickt, ausgelöscht. Immer so wie gelebte Standzeit. Das sind noch die Umweltfanatiker. Naja, egal. Solange euch genug Gemüse gibt, auch nicht. Und ich wünsche euch allen einen schönen Samstagabend und einen schönen Sonntag. Euch allen. Und immer danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Go. So, jetzt sind wir schon in meinem Farmwerk gleich. Kumpel, das abgegebene Spiel. Das Festlandspiel. Sicherlich habe ich schon bedankt. Ich habe noch eine große Tafel Schokolade Milka gegeben. Und Hittl, als Dankeschön, dass ich mich da durfte. Jetzt sind wir schon wieder hier. Ein bisschen wie Quatsch noch. Bis der Film anfängt. Das ist schon mein Farmpark Dettelbach. Mein Lieblingskino, das in der Welt. Denn das ist Ei. Das war das Cinemax. Das war das erste 3D-Kino. Da war ich damals in der Schule drin. Haben wir 3D-Filme angeguckt, ein 2D. Da habe ich sogar als Kind so eine Comic gemalt, so ein kleines Comicbuch von den IMAX da vorne. Dann habe ich da abgegeben und da habe ich so eine Kino-Karte geschenkt bekommen für zwei Personen. Da haben wir uns damals angeguckt, das sind 2D oder 3D mit dem Mumie da. Da habe ich auch damals diese Schule Kabalabakos-Insel angeguckt in 3D. Dann irgendwas mit Dinosaurier 3D. Und dann habe ich angeguckt, wie ist es mit der Achterbahn 3D. Dann nur hat es dann halt einmal verkauft und dann hat es sinnvoll gekauft und für sich dann seine Kinos. Da war ich da drunter angeguckt wie Flucher mit 4, 5 und sowas. Es war damals halt ein Kino, ein 3D-Kino. Das erste, wo du halt da reingegangen bist, hast du so eine 3D-Brille bekommen, musst du dann noch wieder abgeben. Ich hatte auch schon wieder Sonnenbrille. Nicht wie die heutigen Brillen, so ein Werk Webfäftling, sondern es waren richtige stabile Sonnenbrillenbrillen. Und da ist ja schon das Kino. Und unser Film läuft gleich. Und ich brauche ein paar Platz. Was ist das da drüben? Ein Elektroauto. Es ist wahrscheinlich sowas, welche Filme aussehen und welche Filme läuften. Das Elektroauto kann man da parken. Da steht ein Golf-Elektroauto. Und in dem Kino war ich zuerst mal drin mit meinem Cousin und Cousine. Da haben wir damals die Oma zu Ostern oder so gekauft und Karten für den Pokémon, den Film gekauft, den ersten Film. Das war schon cool. Damals. Ich habe gar nicht gewusst, was Pokémon ist damals.
Dann das ist auch noch auf RTL gelaufen. 14 Uhr, so 13 Uhr bis 16 Uhr, 17 Uhr, das Amni-Zeug. Und das Pokémon gelaufen, habe ich dann danach angeguckt. So ein bisschen, was das geht. So, jetzt brauchen wir ein paar. Ist das kein Badplatz? Nein, bin dann Badplatz. Boah, das Kino ist aber voll heute. Meine Güte, ist es heute voll? Also schon mal der Ausgang, muss man auch warten und ja, es gibt immer wieder ein paar Plätze. Da werden wir schon ein paar Plätze finden. Dann hier unten. Sieht auch ziemlich schlecht aus. Los? Primäre oder was? Alles voll? Das ist ja wahnsinnig! Da vorne? Ja, da bist du schlechteste Parkplätze. Da? Ja. Leider war es zugepackt. Komm. Dann war ich genau am Tor. Da wo ich parken. Ach, das wollen die da parken wahrscheinlich. Kannst jetzt alle mal. Da wollen die parken. Kannst du nicht verparken. Dann drehen wir einfach wieder. Das ist halt nicht so, das ist einfach. Dann müssen wir die vorne hinten nehmen. Scheißegal. Ja, da packt man mich zu. Du weißt doch, was es ist. Ja, wenn du da an der Seite packst, dann kommst du schon raus. Ja, dann muss man da an den Zeug packen. Das ist halt nicht so einfach. Warte mal. Da mach ich mal dein. Komm mal raus, komm mal nicht. Wir sind uns nicht. Ende und jetzt sieht man das Q&A. Wo ist mein Bruder? Was willst du? Ich bin ein Dämon. Wow. So I drifted for a while down the road to Willie. I couldn't find my way, I didn't know what I was doing. I saw a lot of people coming back the other way. Stau bei der Ausfahrt. Alle wissen von allen Terminalen, ne? Oh yes. Ein paar Plätze fahrt einmal schnell. Komm! Machst du nur komm? Ja, komm! Ja, wieder mal schön! Was war da auch noch? Da kannst du was Stau haben!
mal im Zug gepackt sind oder nicht. Nach das und das machen wir echt. Bin ich gefroren. Komm, steig rein. Ja, warte nur. Da stimmt im Ringsitzrad. Scheiße, mag's nicht mehr. Kamera läuft und Action bitte. Nett. Das ist wieder was dran. Das heißt, wir raus sollen. Überall Stau. Da Stau, da Stau. Okay. Aber da lang halt. Vorne haben wir Stau. Da ist noch Stau. Nächste gut, der Terminal ist immer gut. Der war hammermäßig stark. Andere Geschichte, aber gut. Cool. Besser wie. Es hat mir echt gut gefallen. Ja. Das lernen wir draußen, Terminator, also ganze Filme. Familie ist wichtig. Familie fängt nicht beim Blut an und endet auch nicht beim Blut. Familie ist das, die für dich immer zu dir hält, für dich immer da ist. Gell? Klar. Das sagt auch schon, das sagt sogar von Supernatural, sagen die schon dauernd, der Dean und der anderen. Jetzt haben wir hier ein Verkehrschaos. Hoch 10. Alle wollen nach Hause, alle waren Terminator drinne. Ja, das Kino war ganz schön voll. Wir haben 22,57, 13,5 Grad Außentemperatur. Sind hier beim Cineworld Mantrangberg, Kitzingen, falls ihr nach Hause nach Kitzingen. Alles voll hier. Es war echt viel los im Kino. Zugklapp habe ich schon gerade vorher gekauft. War schon die Karte geholt. Und er. Wo ist denn drin? Muss ich schon nicht. Na, jetzt kommt er vorwärts. Komm schon vorwärts, okay. Rechts oder links? Komm. Nochmal, was kommst du von rechts? Ja, ist scheißegal. Lass ihn vorwärts, was sie. Vorwärts, also. Das ist geil, wenn er vorwärts kommt. Einfach raus. Ein Hitman. Dann geht der nächste Stau los. Mhm. Die Ausfahrt. Die Leitung ist schön. Mehr ist nett und lasst einfach noch Leute raus. Fertig. Yep. Katja. Oh, jetzt haben wir uns im Stau vor uns. Den
Film, Seminare 5, also aus, völlig aus. Noch andere Filme auch drin. Und links neben uns ist das Ferrari-Zen, Ferrari toll. Das Ferrari oder so Sportabwachen drin. Das sind super teure Autos drin, Ferraris, Lamborghinis. Das ist eine Verkaufsferrari, drin sind nämlich hier gelagert und reichen. Oder Ewigkeit. Was ist da los? Also Film war gut, sehr empfindenswert. Also da vorne ist so viel Stau. Ich versuche jetzt mal zu drehen und dann anders rauszufahren. Oh, einfach so viel Stau hier. So. Alles nur vom Kino, ja. Alles Stau vom Kino. Was hat denn der vorne uns? Warte, kommst du auf Probearbeit gemacht? Vor der Zeit schon mal einen Tag. Hat mir nicht so gefallen. Hat mir nicht so gefallen. War ein Paketdienst oder sowas. Paketsammarbeiten, aber egal. Ja. Oh, schon ewig lang her. Gerne aufpassen, hier ist meistens 70, da wird geblitzt. Gerne. Und vorne links kann man dann Stau sehen, alles von den Kinoausbesuchern. Ja, links sind wir rausgekommen, normalerweise war es ein Stau. Mega Stau. Das wird auch hochgefahren. Ja, Stau ausgedrückt. Das war ja ein Mega-Stau. Da hätten wir bestimmt eine halbe Stunde warten müssen. Jetzt sind wir auch rumgefahren. Kennen wir die Drücks. Aber trotzdem, der Film war wunderschön. Sehr empfehlenswert. Wie immer Terminator. Was das wieder von heute? So, da ist eine Kurve.
Kitzingen nach Hofen. Vorne ist die Autobahn, die A3, dann geht es Richtung Frankfurt, Stuttgart oder München oder nach Nürnberg. Oder wie heißt das, Fränkische Schweiz? Da vorne ist Bosch und Bibberit, dann ist hier die Totaltankstelle, eine Art französische Art. Und Bibberit hat ja auch Hotel Leicht, mit dem auch ein Pferdestall und sowas. Das ist Luxus. Dann kommen wir in die Tempo 80 Zone. Und die Tempo 80 Zone wird auch von gerne von hier von Kitz Würzburg aus, dieser kleine VW Caddy-Blitzer hingestellt, um die Zone zu blitzen, wer schneller fährt. Weil hier gab es mal früher mal einen schnellen Unfall. Im Jahrgang, ja, glaube ich, 2010. 8, 9. Ist ja nicht so schnell gefahren. Hat es einen schweren Unfall. Vielleicht ist es dann bewirrt. Und so weiter. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaf gut und dann wünsche ich euch eigentlich noch, wünsche ich euch allen noch morgen schon Sonntag und morgen will ich dann in Jahrmarkt Ochsenfurt, Markt in Ochsenfurt in die Stadt. Wer mich besuchen, wer mich sehen will, treffen will, kann man sich da treffen. Morgen. Alle schönen gute Nacht. Euer Justus König, euer Captain America, bekannt als Indiana Jones, der Abenteurer von den Nubutral Indiana Jones auf Suche nach neuen Abenteuer. Und die Barbara Schwarz aus Hamburg. Genau. No. Ich hoffe, euch hat die Nacht schon gefahren. Wir können dann danke fürs Zuschauen, bis einschalten. Bis demnächst. Auf Wiedersehen. Ciao. Werden Sie uns bald wieder. Ende des Videoaufnahme. Die Einführung vorbei. Jetzt bitte ich alle zu entspannen. Atmen Sie durch und genießen Sie die Aufführung. Alle auf Ihre Plätze. Nur eine Träne rinnt übers Gesicht.
weichen Kern, er stets verbirgt. Vor lauter Angst, dass er mal irrt. Könnte er sich nur so sehen, wie ich ihn sehe. Ein toller Bruder, ein Mann ohne Fehl. Trotz harter Schale, ich seh nur ihn. Eine Träne mehr zeigt sich nie. Exorzismus, Omnis, Immunus, Exorzismus. Auf eigenem Weg. Und ich bin fast so, als ging's mir gut. Kopf doch in mir, meines Vaters Mut. Nur eine Träne, nur eine Träne. Du hast recht, Sammy. Wir gehören auf die Straße. Nur wir zwei, ganz allein. Wir beide gegen den Rest der Welt. Besser als ich. My charade is the event of the season.